Hey Micha, heute geht es ja um Klimamigration. Erzählst du uns mal ein bisschen was dazu, bitte? Ja, das mache ich gerne, beziehungsweise das wird gleich der Benjamin Schraben für uns erledigen. Und zwar in dem Vortrag Klimamigration, was wir über den Zusammenhang zwischen Klimawandel und menschlicher Mobilität wissen. Ich möchte ihn erstmal ganz kurz vorstellen. Benjamin Schraben arbeitet aktuell am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Er hat 2005 nach einem Studium der Politikwissenschaften und Soziologie und Geschichte sein Magisteratium in Bonn gemacht. Er war dann von 2003 bis 2004 Forschungsassistent am International Food Policy Research Institute in Washington DC, dann 2005 Datenanalyst am Institute for Environment and Human Security der Vereinten Nationen in Bonn, hat dann von 2006 bis 2010 seine Promotion zur Entwicklungsforschung durchgeführt und ist 2016 wissenschaftlicher Berater für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geworden. Und wir werden in diesem Vortrag einiges lernen darüber, ob Migration eigentlich ein modernes Problem ist oder ob es Migration nicht schon immer gegeben hat und in welchem Ausmaße Migration stattgefunden hat, von wo nach wo Migrationsströme in der Vergangenheit und jetzt in der Gegenwart laufen und welche Gründe vor allen Dingen die Migration begünstigen. Ist es nur Klima? Sind es Kriege? Welche Möglichkeiten oder welche Gründe für Migration gibt es denn insgesamt? Bevor wir jetzt mit dem Vortrag beginnen, möchte ich nochmal alle daran erinnern, ich hatte ja gebeten, dass ihr mir ein Foto schickt. Bisher sind erst ganz wenige gekommen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir am Ende der Vorlesung ein großes Poster machen könnten, so wie das Ankündigungsposter, wo die 12 Vortragenden darauf sind, mit allen euren oder so vielen Bildern von euch wie möglich. Also schickt mir die bitte an die Funktionsadresse klimakrise@unidüsseldorf.de und wir versprechen auch, dass wir sie für nichts anderes verwenden. Und noch eine Ankündigung, das ist ein kleiner Spoiler, wahrscheinlich werden wir einen weiteren Vortrag in der Reihe noch bekommen. Ich werde jetzt aber an der Stelle weder Titel noch Sprecher bekannt geben, das werde ich erst dann machen, wenn wir ihn wirklich bekommen haben. Aber stellt euch mal darauf ein, dass es tatsächlich noch einen Vortrag mehr geben wird in der Reihe. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Vortrag von Benjamin. Herzlich willkommen zum Online-Vortrag Klimamigration, was wir über den Zusammenhang zwischen Klimawandel und menschlicher Mobilität wissen. Wie ist eigentlich die öffentliche Wahrnehmung bezüglich des Zusammenhangs zwischen Klimawandel bzw. Umweltwandel und Migration? Zu diesem Zweck habe ich einfach mal ein paar Schlagzeilen aus Online-Medien bzw. Zeitungen aus den letzten Jahren gesammelt und ich denke mal, das spricht durchaus Bände. Gehen wir es mal kurz durch. Also zum einen die Zeit wirft die Frage auf, Klimaflüchtlinge, treibt der Klimawandel ganze Völker des Südens zur Flucht nach Norden? Oder Spiegel Online weiß zu berichten von einer Prognose, Deutschland müsste 6 Millionen Klimaflüchtlinge aufnehmen. Die Financial Times sieht sogar einen menschlichen Tsunami auf den globalen Norden zurollen. Der Deutschlandfunk schreibt oder berichtet mehr Klimaflüchtlinge als Vertriebene durch den Krieg. Die Frankfurter Rundschau bringt es auf den Nenner, Klimawandel und Migration sind Kernthemen der Zukunft. Also der Grundton, der hier zum Tragen kommt, ist ja eigentlich ein sehr alarmistischer, ja schon ein beinahe apokalyptischer, also der Klimawandel als großer Treiber von zukünftigen Fluchtbewegungen, Flucht- und Migrationsbewegungen, die vielleicht das Ereignis von 2015, also diese sogenannte europäische Flüchtlingskrise, wie so ein kleines Geplänkel dann irgendwie wirken lassen. So zumindest die Befürchtung. Und diese Befürchtung ist durchaus etwas, das auch von Umwelt- und Klimaaktivisten natürlich sehr stark geteilt wird. Also anbei auch ein kleines Zitat von Jakob von Uexküll, dem bekannten deutsch-schwedischen Klimaaktivisten und Gründer des sogenannten Alternativen Nobelpreises, beziehungsweise, wie es eigentlich richtig heißt, des Right Livelihood Awards. Der hat mal in einem Interview mit der Welt 2017 gesagt, wenn Europa nicht mehr
nicht mit 1 Million Kriegsflüchtlingen aus Arabien und Zentralasien klarkommt, wie soll es mit 200 Millionen Klimaflüchtlingen aus Afrika umgehen? Also auch hier eine Grundhaltung, die ja auch sehr alarmistisch geprägt ist. Nun ist die entscheidende Frage natürlich auch, sind diese Befürchtungen wirklich gerechtfertigt und was wissen wir aus Sicht der Forschung eigentlich über diesen Zusammenhang Klimawandel und Migration? Beziehungsweise, wenn wir die verschiedenen Migrationsformen und auch verschiedene Formen von Vertreibung und Flucht und alle unter einen Hut packen, dann sprechen wir eigentlich eher von menschlicher Mobilität. Was wissen wir eigentlich über diesen Zusammenhang? Um letztendlich zu versuchen, hier ein paar Antworten zu formulieren, habe ich den weiteren Vortrag wie folgt jetzt aufgegliedert. Also ich werde zunächst jetzt einmal sprechen über ganz grundsätzliche Zusammenhänge und Trends im Bereich weltweiter Migration und Fluchtbewegungen. Dann werde ich darauf zu sprechen kommen, was in der Forschung eigentlich in den letzten 15 bis 20 Jahren geleistet wurde hinsichtlich dieses Zusammenhangs globale Erwärmung und menschliche Mobilität. Also was können wir letztendlich sagen zu solchen Phänomenen wie Klimaflüchtlinge, Klimamigration und andere Dinge, Begrifflichkeiten, die da so rumschwirren. Abschließend möchte ich versuchen, das Ganze mal zusammenzufassen und auch einen kurzen Ausblick zu geben, welche politischen Empfehlungen sich letztendlich daraus ableiten lassen. Ja, wie schaut es eigentlich aus mit den globalen Migrationstrends und Migrationskontexten? Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, ist die, ob wir durchaus unter den Eindrücken des Jahres 2015 und der bekannten Ereignisse leben wir in einem Zeitalter der entfesselten, gesteigerten Migration. Wir leben ja definitiv in einem Zeitalter der Globalisierung, wo Waren, Informationen, Geldströme immer schneller und in immer größerem Umfang um den Globus zu schwirren scheinen. Und nun denken natürlich auch viele Menschen, das Gleiche trifft im Prinzip auch für Menschen zu. Also sprich, die Migration hat in den letzten 20 bis 30 Jahren massiv zugenommen weltweit. Wenn wir uns anschauen, die Zahlen der Vereinten Nationen, dann scheint das auch tatsächlich so zu sein, weil etwa 1 Milliarde Menschen weltweit gelten als Migranten. Allerdings sind von dieser 1 Milliarde Menschen auch nur 270 Millionen internationale Migranten. Und das wirklich Interessante hierbei ist auch, dass der Anteil von Migranten an der Weltbevölkerung heute kaum höher ist, als er schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Was sich aber in den letzten 120 Jahren stark geändert hat, das sind die großen globalen Migrationsrichtungen oder Migrationspfeile. Migration zu Beginn des 20. Jahrhunderts war vor allem eine Migration innerhalb des globalen Nordens, also vor allem von Europa in Richtung Nordamerika. Und das ist eigentlich auch ziemlich lange so geblieben, unterbrochen von den zwei Weltkriegen bis in die 40er, 50er Jahre hinein. Dann, die 40er und 50er Jahre waren ja auch eine Zeit, in der dann viele Kolonien in Asien und dann auch in Afrika in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Und hier sehen wir dann bereits eine erste Kehrtwende bei den globalen Migrationsrichtungen. Hier schwenkt nämlich der Pfeil um, langsam Richtung Süd-Nord. Durch die Unabhängigkeit werden viele Bewohner in den nunmehr ehemaligen Kolonien in die Lage versetzt, in die kolonialen Mutterländer zu ziehen. Also zum Beispiel sind viele Inder in Richtung Großbritannien gegangen, Senegalesen nach Frankreich und später auch gab es dann solche Abkommen wie die etwa zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei, also die sogenannte
Zeit der Gastarbeiter brach dann auch an. Also sprich, in dieser Zeit 50er, 60er, 70er Jahre erleben wir dann eine Wende hin zu Süd-Nord-Migration als neue dominante globale Migrationsrichtung. Interessant ist auch, dass wir seit nunmehr ungefähr 20 Jahren eine neue, ja, schwach dominante globale Migrationsrichtung haben, und das ist Süd-Süd-Migration. Also sprich die Migration zwischen Entwicklungsländern und Schwellenländern, beziehungsweise auch die Migration zwischen Schwellenländern. Das hat etwas zu tun mit dem starken ökonomischen Aufschwung der Staaten am Persischen Golf, aber nicht nur, weil Migration, die innerhalb des globalen Südens stattfindet, vor allem sich auch abspielt innerhalb der Weltregion, wie etwa Südasien oder Westafrika. Sehr häufig handelt es sich hierbei auch um sogenannte zirkuläre Migration. Das heißt, es machen sich hier gar nicht so sehr ganze Familien auf den Weg. Es sind vielmehr Individuen, die meistens sogar auch nur für eine begrenzte Zeit woanders hingehen, dort Geld verdienen und im Prinzip durch finanzielle Transfers, durch Informationsaustausch dann mit ihrem Resthaushalt dann verbunden bleiben. Deswegen ist auch Translokalität ein ganz wichtiges Stichwort in der Migrationsforschung der letzten Jahre. Was für die menschliche Mobilität allgemein gilt, gilt insbesondere auch für den Bereich Flucht und Vertreibung. Auch hier ist es so, ein Großteil der Geflüchteten kommt nicht nur aus einem Land des globalen Südens, ein Großteil dieser Menschen hält sich auch nach wie vor in einem Land des globalen Südens auf. Viele sind auch sogenannte Binnenvertriebene, Internal Displaced Persons, also IDPs kurz. Das heißt, sie verlassen nicht mehr das eigene Heimatland, wenn sie fliehen müssen. Wir haben mit um die 17 Millionen Menschen auch einen traurigen Rekord, beziehungsweise innerhalb der letzten 10 Jahre haben wir hier auch eine sehr dramatische Entwicklung bei den Zahlen der weltweit Geflüchteten gesehen. Wir haben natürlich auch eine große Debatte zu Fluchtursachen und Fluchtursachenbekämpfung. Hier sage ich an dieser Stelle nur mal so viel. Man tut sich keinen Gefallen, wenn man das mit sehr einfachen Formeln runterbricht, wie Fluchtursachen. Das sind vor allem Konflikte, Fluchtursachen. Das sind vor allem Folgen des Kolonialismus und so weiter. Fluchtursachen sind komplex, und das sollte man sich auf jeden Fall auch schon im Hinterkopf behalten, wenn es um die Frage geht, wie etwa die globale Erwärmung hier wirkt. Schauen wir uns mal an das Migrationsgeschehen innerhalb und zwischen den Kontinenten. Dies hier ist eine Grafik, die mal die New York Times erstellt hat. Sie beruht wie auch die folgenden Grafiken auf Zahlen von UNDESA, also dem United Nations Department of Economic and Social Affairs. Und die erstellen im Prinzip eigentlich die besten zuverlässigen Migrationsdaten. Migrationsdaten, muss man dazu sagen, ist etwas, was im Vergleich zu vielen anderen Daten, etwa zum ökonomischen Geschehen oder generell zum weltweiten Entwicklungsgeschehen, sehr viel schlechter dasteht. Wir sehen hier die verschiedenen Erdteile und die Dicke der Pfeile deutet jeweils an, auch die Größenordnung der jeweiligen Migrationsbewegung. Und wir erkennen ganz eindeutig, dass die Migrationsbewegung innerhalb der Kontinente, innerhalb der Erdteile deutlich stärker ausgeprägt sind als die Pfeile, die jetzt sozusagen quer zwischen den Erdteilen hin und her schießen. Das heißt ganz eindeutig, dass die intrakontinentale Migration weltweit deutlich stärker ausgeprägt ist als die Migration, die jetzt zwischen den Erdteilen hin und her geht. Schauen wir uns zum Beispiel auch an Afrika, also auch die innerafrikanische Migration ist deutlich größer als etwa die Migration in Richtung Europa. Wenn wir uns noch weiter anschauen würden, die Migration innerhalb des afrikanischen Kontinents, da muss man auch hier feststellen, dass etwa für Westafrika oder auch die Großregion Horn von Afrika
die interregionale Migration deutlich ausgeprägter ist als die extraregionale. Die einzige Ausnahme in dieser Hinsicht ist Lateinamerika, denn die Migration von Lateinamerika in Richtung Nordamerika ist größer als die Migration innerhalb Lateinamerikas. So, in dieser Grafik sehen wir jetzt die Länder, welche den größten Anteil von Migrantinnen und Migranten an ihrer Gesamtbevölkerung haben. Ich denke, auch hier können wir schon recht stark diesen Süd-Süd-Trend ablesen. Auf Platz 1 ist zwar noch die USA als das klassische Einwanderungsland, aber auf Platz 2 sehen wir schon Saudi-Arabien, dann kommt Deutschland, auf Platz 4 Russland, das Vereinigte Königreich und auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Also wir sehen, dass die Staaten am Persischen Golf, die innerhalb der letzten wenigen Jahrzehnte auch unheimlich viele Wanderarbeiter vor allem aus Südasien oder auch Ostafrika angelockt haben, dazu geführt haben, dass sich auch in dieser Hinsicht die Länder des globalen Südens deutlich stärker positionieren könnten. Vor 10 bis 15 Jahren dominierten hier im Prinzip dann auch noch die klassischen alten Einwanderungsländer des globalen Nordens. Interessant ist auch, wenn man sich anschaut, welche Länder eigentlich den Großteil der internationalen Migrantinnen und Migranten stellen. Das sind im Prinzip alles groß- und bevölkerungsreiche Schwellenländer, also Länder, die irgendwo, wie der Name es schon andeutet, an der Schwelle stehen, vom Status eines Entwicklungslandes hin zu gelangen zum Status eines Industrielandes. Also in erster Stelle sind es Indien, dann Mexiko, Russland, China, Bangladesch, Syrien. Syrien, muss man dazu sagen, da liest man natürlich auch schon eindeutig ab, die Tragödie des syrischen Bürgerkrieges und der Fluchtkatastrophe. Auf Platz 7 Pakistan, Ukraine, Philippinen und auf Platz 10 das Vereinigte Königreich. Interessanterweise das einzige OECD-Land in dieser Tabelle. Das war jetzt ein kleiner Parforce-Ritt durch die globalen Migrationstrends. Sprechen wir nun mal ein wenig über die klassische Frage der Migrationsforschung, also warum gehen Menschen eigentlich von A nach B oder manchmal auch weiter nach C? Also was sind eigentlich wesentliche Migrationsgründe? Migrationsforschung im engeren Sinne gibt es eigentlich schon seit den 1880er Jahren. Interessant ist, und das ist schon mal vorab gesagt, dass die Faktoren Umwelt oder Klima im Prinzip lange kaum eine Rolle spielten, dass eher eigentlich eine Entwicklung ist der letzten 15 bis 20 Jahre. Die Quintessenz dieser etwa 130, 140 Jahre Migrationsforschung ist, wenn man beantworten möchte, warum denn Menschen migrieren, da muss man sagen, dass Migrationsprozesse oftmals das Resultat sind eines ganz komplexen Zusammenspiels von wirtschaftlichen, sozialen, politischen, demografischen, kulturellen oder auch anderen Faktoren. Und Migrationsentscheidungen werden nicht nur von Individuen getroffen, sondern sie sind oftmals auch stark beeinflusst von der Familie, vom Haushalt und auch größeren sozialen Entitäten. Ganz wichtig ist auch zu betonen, dass, was häufig so genannt wird als wesentlicher Migrationsgrund, die Armut eigentlich etwas ist, dass Migration viel mehr verhindert, als dass es diese befördern würde. Also etwas verbrämt ausgedrückt kann man sagen, dass es global betrachtet einer gewissen sozioökonomischen Entwicklungsstufe bedarf in einer Region oder in einem Land, um Migration überhaupt in größerem Stile zumindest hervorrufen zu können. Eine wichtige Erkenntnis der Migrationsforschung aus den letzten 30 Jahren ist sicherlich auch in diesem Zusammenhang das Modell des sogenannten Migration Hump, also auf Deutsch des Migrationsbuckels. Hier sehen wir sozusagen eine idealtypische Darstellung dieses Modells. Worum geht's? Keine Angst, es wird jetzt keine komplexe Kurvendiskussion. Auf der Y-Achse sehen wir die Migrationsrate,
eines Landes auf der X-Achse das durchschnittliche Einkommen als Schätzer für die sozioökonomische Situation eines Landes. Wenn wir das sozusagen interpretieren als eine Darstellung für alle Länder der Welt, dann haben wir ganz links auf der X-Achse die ärmsten Länder, die ärmsten Entwicklungsländer, wie etwa Niger, der Tschad oder Burundi. Das sind Länder, die sich gemeinhin dadurch auszeichnen, dass sie kaum internationale Migration hervorbringen. Weil auch hier wieder ein ganz einfacher Zusammenhang, um migrieren zu können, brauche ich Ressourcen. Dafür brauche ich vor allem Geld, aber ich brauche auch soziale Netzwerke, die diesen Migrationsprozess begünstigen. Und arme Bevölkerung verfügen halt kaum über diese notwendigen Ressourcen. Und was passiert, wenn die sozioökonomische Entwicklung in einem Land anspringt? Das lässt sich für verschiedene zeitliche, aber auch geografische Kontexte ganz gut beobachten. Die Migrationsraten gehen nach oben. Das war in Deutschland im 19. Jahrhundert der Fall, in Italien im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Leute wandern aus. Was jetzt nicht nur einfach etwas damit zu tun hat, dass mehr Menschen in die Lage versetzt werden, durch einfach mehr Verfügung stehende Ressourcen migrieren zu können. Es hat auch ganz andere komplexe strukturelle und demografische Gründe, warum diese Migrationsraten oftmals dann in die Höhe gehen. Interessant ist auch, dass diese Migrationsraten eigentlich erst dann wieder abschwellen, wenn ein Land sozusagen an der Schwelle steht, dann den Status eines Industrielandes zu erreichen. Also dieser obere Scheitelpunkt, da können wir jetzt davon ausgehen, da stehen momentan Länder wie Indien oder Mexiko. Da wird sicherlich die Migration in den nächsten wenigen Jahrzehnten dann auch wieder abnehmen. Für die afrikanischen Länder müssen wir davon ausgehen, dass wenn die sich auf einer guten Entwicklungskurve befinden, dass die Migration auch auf dem afrikanischen Kontinent weiter zunehmen wird. Explizit dazu sagen muss man, dass es nicht heißt, dass es jetzt den großen Massenansturm Richtung Europa geben wird, höchstwahrscheinlich nicht, sondern auch diese Migration wird sich dann vorwiegend innerhalb der Region bzw. innerhalb des Kontinentes abspielen. Wenn wir über Migrationskunde reden, müssen wir natürlich auch reden über den Anstieg bei den Zahlen der weltweit Geflüchteten. Da gab es etwa seit 2008, 2009 einen sehr starken Anstieg bis hin zu den momentan etwa gut 17 Millionen Menschen, wie eingangs schon erwähnt. Das hängt zusammen auch mit einer wachsenden Intensität bestehender bewaffneter Konflikte. Die Anzahl der Menschen, die in bewaffneten Konflikten getötet wurden, hat sich seit 2008 vervielfacht. Nicht so sehr die Anzahl dieser bewaffneten Konflikte, aber die bewaffneten Konflikte, die es einfach gibt, sind vereinfacht gesagt noch brutaler geworden. Das Ganze hängt zusammen natürlich auch mit Syrien, aber auch mit anderen bewaffneten Konflikten, wie etwa im Südsudan. Andere Faktoren, wenn wir mal Migration generell erklären, die oft genannt werden, sind zum Beispiel ja auch das Bevölkerungswachstum, das gigantische Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent erzeugt Migrationsdruck, das wird ja auch so oft gesagt, aber auch hier wäre ich vorsichtig, denn Bevölkerungswachstum allein oder der Faktor Demografie alleine erklären noch keinen Migrationsprozess. Da müssen auch immer ganz andere, vor allem sozioökonomische Faktoren dazukommen, um einen Migrationsprozess in Gang zu bringen. Viele der Migrationsprozesse, die uns oder unsere europäischen Politiker sehr beschäftigen, wie ja gerade diese aus europäischer Sicht irreguläre Migration aus einigen Ländern Subsahara-Afrikas in Richtung Europa, also diese hochgefährliche Migration durch die Sahara und übers Mittelmeer, die ja auch sehr hohe Todesraten dann mit sich bringt, kann man beschreiben mit der englischen Begrifflichkeit Mixed Migration oder zu gut Deutsch hört sich etwas beknackt an, gemischte Wanderung. Das meint, dass wir hier sehen eine zunehmende Vermengung von Fluchtgründen, das heißt Repression, fragile Staatlichkeit, also das Wegbrechen staatlicher Strukturen, Konflikte
oftmals auch Konflikte unterhalb der Schwelle eines offenen Bürgerkrieges auf der einen Seite und auf der anderen Seite klassische Migrationsmotive, wie etwa die Suche nach einer besseren wirtschaftlichen Perspektive für sich selber oder für die eigene Familie. Also kurzum, wir müssen einfach anerkennen, dass Migration ein sehr komplexes Phänomen ist und dass es nicht den einen Grund gibt, um Migrationsprozesse zu erklären, einerseits. Andererseits dürfen wir Migration in unseren gesellschaftlichen Debatten auch nicht nur problematisieren, denn Migration hat durchaus auch positive Eigenschaften. Das bezieht sich nicht nur auf die Einwanderung etwa von Fachkräften, das ist natürlich eine Debatte, die wir in Deutschland dann auch in jüngster Zeit dann wieder erlebt haben. Migration ist auch eine enorme Wirtschaftsmacht, wenn man so will, gerade für die Länder des globalen Südens. Hier sehen wir eine Grafik von der Weltbank, die zeigt die Entwicklung der sogenannten Rücküberweisung. Also das ist Geld, welches Migrantinnen und Migranten an ihre Familien in Entwicklungs- und Schwellenländer schicken. Das in der Entwicklung seit 1990, das ist die dicke rote Linie. Hier sehen wir auch einen steten Anstieg. Mittlerweile haben diese Rücküberweisungen etwa ein Niveau erreicht, laut Weltbankangaben, von etwa 500 Milliarden US-Dollar. Also 500 Milliarden US-Dollar fließen in die Länder des globalen Südens, allein durch diese Geldüberweisung von Migrantinnen und Migranten. Man sieht, wenn man das Ganze vergleicht, etwa mit der dunkelgrün gestrichelten Linie ODA, steht für Official Development Aid, das heißt, es ist die Entwicklungshilfe zusammengenommen von allen Geberländern, alles Geld, was von Geberländern und Geberinstitutionen in den globalen Süden fließt. Da bewegen wir uns derzeit etwa bei rund 130, 140 Milliarden US-Dollar. Da bewegen wir uns also quasi auf ein Verhältnis von 1 zu 4 zu. Ja, also das zeigt die enorme Kraft, die hinter der Migration steckt. Und das Ganze hat jetzt nicht nur so eine reine Zahlendimension, es ist nicht nur eine Zahlenspielerei, sondern wir wissen auch, dass das Geld, welches Migrantinnen und Migranten an ihre Familien schicken, ausgegeben wird für Bildungsausgaben, für Gesundheitsausgaben. Es wird reinvestiert, es wird in das eigene Geschäft gesteckt. Das heißt, das Entwicklungspotenzial, was dahinter steckt, ist wirklich enorm. Kommen wir nun dann auch endlich zum Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration. Zunächst natürlich die Frage, wie sich der Klimawandel bereits heute weltweit äußert. Nun, die Folgen des Klimawandels weltweit sind äußerst vielfältig. Zum einen umfassen sie schleichende Umweltveränderungen, wie etwa eine zunehmende Versalzung von Grundwasserressourcen, eine Veränderung von tropischen Regen- oder Niederschlagsmustern, wie etwa in weiten Teilen Südasiens oder Afrikas, sowie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit von Dürren, gerade auch am Horn von Afrika. Zum anderen sind aber auch plötzlich einsetzende Ereignisse wie Flutkatastrophen in küstennahen Gebieten auch als Folge des steigenden Meeresspiegels wie etwa in Bangladesch oder den pazifischen Inselstaaten. Darüber hinaus müssen wir auch rechnen mit einer weiter ansteigenden Häufigkeit und einer zunehmenden Intensität von Wirbelstürmen, etwa in der Karibik oder auch Teilen des Pazifischen wie auch Indischen Ozeans. Hier ergeben sich Gefahren für die menschliche Sicherheit, zum einen einerseits die direkte Gefahr, durch ein Umweltereignis zu Schaden zu kommen, wenn nicht gar das Leben zu verlieren. Andererseits steigt auch das Risiko von Missernten und damit verbunden natürlich Nahrungsmittelknappheit. Gesundheitsrisiken kommen hinzu, etwa durch sich ausbreitende Tropenkrankheiten sowie eine zunehmende Wasserknappheit. So, in diesem Bereich kommt natürlich dann auch der Faktor menschliche Mobilität zum Tragen. Wenn es um das Thema Klimamigration bzw. um den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration geht, müssen wir natürlich auch ein paar Worte verlieren über unsere Wissensbasis. Ein Blick in die Geschichte hilft ja da so oft, um auch zu erklären,
wo wir jetzt heute stehen, die Genese eines Forschungsfeldes. Ich habe ja schon früher gesagt, dass dieser Faktor Umwelt oder Klima bzw. Klima- und Umweltwandel lange für die Migrationsforschung eigentlich kaum eine Rolle gespielt haben. Es gab dann auch erst so in den 1970er Jahren so vereinzelte, ich nenne sie mal Rufer in der Wüste, wie etwa Lester Brown vom World Watch Institute, der seinerzeit schon warnte, dass die globalen Umweltveränderungen, der Klimawandel in nicht allzu ferner Zukunft dazu führen könnten, dass viele Menschen ihre Heimat verlieren werden und migrieren müssen. Aber so richtig eine wissenschaftliche Debatte entbrannte erst zaghaft in den 1980er Jahren, nachdem das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, oder insbesondere SMLI-NABI, eine erste Definition publizierte des Umweltflüchtlings. Diese Definition war im Prinzip eine tautologische, also sinngemäß ein Umweltflüchtling ist jemand, der fliehen muss, weil es die Umweltbedingungen im Prinzip nicht anders möglich machen. Also es war eigentlich wenig hilfreich für die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und nichtsdestotrotz entstanden infolgedessen zaghaft auch erste kleine Einzelfallstudien über diesen Zusammenhang. So richtig erst in den 1990er Jahren. Interessant ist auch hier in dieser Zeit, dass wir zwei Fraktionen in dieser wissenschaftlichen Debatte sehen. Auf der einen Seite eher die Naturwissenschaftler, die sogenannten Alarmisten, die, wie der Name schon andeutet, betonen die schwerwiegenden Auswirkungen von Umweltveränderungen, von Klimawandel auf menschliche Mobilität. Also die Alarmisten waren auch diejenigen, die diese Prognosen, Stichwort etwa 200 Millionen Klimaflüchtlinge, bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts und so weiter forciert haben. Auf der anderen Seite Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher, die sogenannten Skeptiker, die, wie auch hier der Name wiederum andeutet, da vorsichtig waren und betonten, dass Migrationsentscheidungen, Migrationsprozesse sehr komplex sind und man eventuell in diesem Zusammenklang mit anderen Faktoren, den Faktor Umwelt und Klima, nicht immer überbetonen sollte. Naja, auf jeden Fall, es gab da schon eine Vielfalt an Definitionen, klimabedingte Migration, Klimamigration, Klimaflüchtlinge, das sind alles so Begrifflichkeiten, die auch schon in dieser Zeit entstanden sind, ohne dass sie jetzt, was Definitionen angeht, generell akzeptiert worden wären, sind sie eigentlich bis heute nicht. Die Zahl der Fallstudien wächst, aber so richtig floriert dieses Forschungsfeld zum Zusammenhang zwischen ökologischem Wandel und menschlicher Mobilität eigentlich erst seit den 2000er Jahren, als auch das öffentliche Interesse an Klima, Migration, am Zusammenhang ökologischer Wandel, menschliche Mobilität anwächst. Das führt nämlich auch dazu, dass internationale Organisationen wie etwa die EU sich an dieser Debatte beteiligen und auch in größerem Umfang auch Forschung, vergleichende Forschung zwischen verschiedenen Ländern und Regionen überhaupt erst möglich machen. Das heißt, auch Forschungsprojekte im größeren Stile werden in dieser Zeit initiiert. Die Projekte, die dann vor allem innerhalb der letzten 15 Jahre ins Leben gerufen wurden, tragen dann solche illustre Namen wie Where the Rain Falls, EACH4 oder MECLAB. Sie erlauben es aber auf jeden Fall, dass wir folgende Dinge festhalten können bezüglich des Wissensstandes zu Klimawandel und Migration bzw. Klimamigration. Selbst in ökologisch sehr fragilen Kontexten, wie etwa am Horn von Afrika oder Teilen Bangladesch, ist es so, dass auch diese Faktoren, also sprich die Auswirkungen des Klimawandels, in den allermeisten Fällen auch nur Teil einer komplexen Gemengelage sind, wo andere Faktoren, sprich soziale, politische, wirtschaftliche, letztendlich dann auch zusammenkommen müssen, damit es zu Migration kommt. Mit anderen Worten, es ist im Einzelfall kaum zu leisten, festzustellen, ob ein Migrationsprozess dann klimabedingt war oder nicht, ob etwa eine Missernte
oder soziale Unruhen oder eine Aussicht auf eine Ausbildung dazu geführt haben, dass jemand seine Heimat verlassen hat. Das heißt auch, dass es wohl sehr schwierig werden wird, vielleicht wird es sogar auch unmöglich sein, wirklich trennscharfe wissenschaftliche oder auch rechtliche Definitionen von solchen Begrifflichkeiten, die wir heute sehr gerne schon nutzen, zu finden, wie etwa dem Klimaflüchtling, dem Klimamigrant oder der klimabedingten Migration. Es gibt zwar auch schon immer wieder Zahlen, die sehr gerne kursieren zu Klimaflüchtlingen, wie die bereits erwähnten 200 Millionen Klimaflüchtlinge. Die Prognose dieser, genauer gesagt, von 200 Millionen Klimaflüchtlingen bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts. Aber auch hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Einerseits, das ist ja im Prinzip die logische Konsequenz des gerade Gesagten, wir wissen nicht, gar nicht so genau, wie wir das definieren können. Andererseits ist es auch eine Prognose, die stammt aus den 1990er Jahren, als die Klimawissenschaft noch gar nicht so weit war und man auch, ich sage mal sehr vorsichtig, doch sehr simplistische Annahmen über die Auswirkungen des Klimawandels auf menschliche Mobilität getroffen hat. Wir müssen aber auch sicher davon ausgehen, dass es zu Zwangsmigrationen im immer stärkeren Umfang kommen wird in besonders betroffenen Gebieten wie etwa Bangladesch oder den pazifischen Inselstaaten, weil die einfach auch Territorien verschwinden werden. Migration als Reaktion auf Klima- und Umweltwandel betrifft vor allem arme Bevölkerungsgruppen im globalen Süden. Da reden wir von Kleinbauern, städtischen Armen, Pastoralisten, also Viehnomaden. Das sind diejenigen, die von den Auswirkungen des Klimawandels besonders betroffen sind und für die auch Migration in diesem Kontext eine besondere Rolle spielen kann. Migration als Reaktion auf die Folgen der Erderwärmung kann auch eine wichtige Anpassungsstrategie sein. Das ist eigentlich auch eine Debatte innerhalb dieser wissenschaftlichen Diskussion rund um das Thema Klimamigration, die in den letzten Jahren so richtig in Fahrt aufgenommen hat, weil man einfach beobachtet hat, dass es vielleicht noch gar nicht so sehr Fluchtbewegungen sind, die man beobachten kann, sondern es sind vor allem eher Prozesse von zirkulärer Migration, die dann im Kontext etwa von klimawandelbedingten Missernten, von Dürre- oder Flutereignissen dann stattfinden. Das heißt, es sind nicht ganze Familien, die sich dann irgendwie auf den Weg machen, um dauerhaft woanders hinzuziehen, sondern es sind eher Individuen, die für eine gewisse Zeit woanders hingehen, in die informellen Sektoren der Städte oder auch in die kommerzielle Landwirtschaft, dort für eine gewisse Zeit arbeiten, Geld verdienen, dieses Geld dann an ihre Familie schicken, die das dann, wenn alles gut läuft, dann auch zur Kompensation der erlittenen klimabedingten Schäden dann nutzen kann. Eine wichtige Debatte, die wir auch führen in diesem Forschungszweig Klimamigration, ist auch die um die sogenannten Trapped Populations, also gefangene Bevölkerungsgruppen. Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Beobachtung, die gemacht wurde. Es gibt viele Menschen, denen fehlt es an den Ressourcen, notwendigen Ressourcen, um überhaupt irgendwohin migrieren zu können, einfach aufgrund der großen Armut. Und das ist durchaus auch ein Großteil der Bevölkerung, gerade der ländlichen Bevölkerung im globalen Süden. Und das sind die Bevölkerungsgruppen, die dann tatsächlich auch von den Auswirkungen des Klimawandels am härtesten betroffen sind. Also das heißt, für viele Menschen ist Immobilität, erzwungene Immobilität, tatsächlich auch das viel größere Problem als Mobilität. Problematisch ist dabei auch nicht nur ein Wegzug aus ökologisch vulnerablen Gebieten, also zum Beispiel aus besonders von Dürre betroffenen Gebieten, sondern gerade auch ein Zuzug in diese, und das betrifft gerade auch Großstädte wie Lagos in Nigeria, die am Meer gelegen sind. Also hier müssen wir auch mit einer zunehmenden Flutproblematik rechnen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Betonen muss man in diesem Zusammenhang auch, dass wir hier zum allergrößten Teil über landesinterne Migrationsprozesse sprechen, beziehungsweise über intraregionale Migration.
Migration über größere Distanzen hinweg, wie etwa zum Beispiel von Subsahara-Afrika in Richtung Europa, ist kaum, bis jetzt zumindest kaum, vom Faktor Klima- und Umweltwandel betroffen. Allenfalls durch sehr, sehr indirekte Effekte. Das heißt auch, dass diese Angst vor einem Massenansturm auf die, ich sage es mal etwas polemisch, Festung Europa durch Klimaflüchtlinge für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar wenige Jahrzehnte, eigentlich erstmal sehr unrealistisch erscheint. Wir abschließen noch einen kurzen Blick auf das internationale Recht und die internationale Politik. Wie wird hier das Problem Klimawandel und Migration wahrgenommen? Beziehungsweise, wie werden hier eventuell auch Lösungen diskutiert? Auf der rechtlichen Ebene, oder genau gesagt auf der völkerrechtlichen Ebene, wird häufig eine Verbesserung des rechtlichen Schutzes für Menschen diskutiert, die im Kontext des Klimawandels fliehen müssen, beziehungsweise die nicht unter die Flüchtlingsdefinition der Genfer Flüchtlingskonvention fallen. Und das sind recht viele. Denn die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 entstand unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Verbrechen beziehungsweise den Erfahrungen von Flucht und Vertreibung während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Konvention basiert ja im Wesentlichen auf dem Konzept der Verfolgung. Das heißt, jemand, der vor Verfolgung flieht, wird als Flüchtling definiert in der völkerrechtlichen Praxis. Natürlich auch diejenigen, die vor bewaffneten Konflikten fliehen. Aber die Konvention kennt keine Klima- oder Umweltgründe, um jemanden als Flüchtling zu definieren. Sie kennt keine fragile Staatlichkeit, um jemanden als Flüchtling zu definieren. Und mehrere andere Faktoren, die de facto dazu führen, dass Menschen fliehen müssen, werden in der Konvention auch nicht genannt. Und natürlich gibt es hier auch eine Diskussion, gerade auch Kontext Klimaflucht in Anführungszeichen, wie man hier Verbesserungen herbeiführen könnte. Das ist aber auch eigentlich eher eine wissenschaftlich-theoretische Diskussion, denn wenn man sich die Optionen mal ansieht, wie etwa eine Erweiterung der Genfer Flüchtlingskonvention um den Faktor Klima oder Umwelt beziehungsweise die Schaffung einer eigenen Rechtskonvention für Klima- oder Umweltmigranten, dann muss man, glaube ich, einfach sehen, dass dies aufgrund der internationalen politischen Situation einfach derzeit unrealistisch ist, hier zu einem befriedigenden Abschluss zu kommen. Hinzu kommen natürlich auch die bereits eben erwähnten Probleme mit der Definition oder der Attribution. Das heißt, ab wann werden Klima- und oder Umweltfaktoren so stark, dass sie tatsächlich jemanden zur Flucht zwingen? Das ist, wie bereits mehrfach jetzt auch betont, in der Realität gar nicht so einfach festzustellen. Das höchste der Gefühle für betroffene Menschen derzeit sind dann eher solche Initiativen wie etwa die Plattform for Disaster Displacement, die versucht durch die Unterstützung sogenannter Best Practices innerhalb von betroffenen Weltregionen hier Abhilfe zu schaffen. Wenn es gilt, ein politisches Leitbild für den Umgang mit Klimamigration bzw. Migration allgemein oder vielleicht sogar auch menschlicher Mobilität allgemein zu formulieren, dann könnte man sagen, dass das oberste Gebot eigentlich lauten sollte, Migrationsgestaltung statt einer pauschalen Migrationsverhinderung. An erster Stelle muss stehen eine Verhinderung von jeglicher Form von Zwangsmigration, insofern das möglich ist, und auch das Einführen verbindlicher Standards, sozialer und anderer Standards, wenn es um Umsiedlungsmaßnahmen geht, die heute vereinzelt auch schon im Kontext des Klimawandels auf den pazifischen Inselstaaten notwendig sind und in Zukunft dann auch weltweit höchstwahrscheinlich immer dringlicher werden. Des Weiteren gilt es auch, Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie auch die politische, soziale und rechtliche Situation von Migranten sowie auch Geflüchteten und auch vulnerablen Bevölkerungsgruppen insgesamt zu stärken. Das Riesenproblem, was Migranten heute nicht nur in solchen Ländern wie Katar haben, das sind solche Probleme wie Ausbeutung, Rechtsunsicherheit,
ein Mangel an politischer sowie auch gesellschaftlicher Teilhabe. Und das ist etwas, was wir sozusagen auch als globale Aufgabe definieren und begreifen müssen. Von diesem Leitbild auch noch sehr weit entfernt. Beim Thema Klimamigration kommt nämlich auch hinzu, dass dieser gesamte Themenkomplex Umweltwandel, Migration, vulnerable Bevölkerungsgruppen ja auch von verschiedenen politischen Bereichen und das auch auf allen Ebenen, von international zu regional, national bis runter zur subnationalen Ebene sozusagen dann auch bearbeitet werden muss. Das heißt, es geht um Migrationspolitik, Asylpolitik, Umwelt- und Klimaschutz, humanitäre Hilfe, ländliche Entwicklung und. Traditionell, das kommt noch entschwerend dazu, sind diese Bereiche auch geprägt von etwas, das man in der Migrationsforschung ein Sedentary Bias nennt. Also heißt, Migration wird gemeinhin oder traditionellerweise hier als etwas betrachtet, das es zu verhindern gibt, weil es durchaus problematisch ist. Also diese notwendige Differenzierung fand traditionellerweise eigentlich kaum statt. Und man hat es eigentlich in der Klimapolitik, aber auch in anderen betroffenen Politikbereichen, mit Ausnahme natürlich der Migrations- und Asylpolitik, immer eher als Auftrag verstanden, Migration zu verhindern. Auftrag zur Migrationsgestaltung kaum, und das auch weder im globalen Norden noch im globalen Süden bisher erkannt. Und es kommt, das ergibt sich hier im Prinzip auch wieder aus dem vorher Gesagten, es kommt hier auch sehr auf den globalen Süden an. Der Großteil der Migrationsbewegung findet innerhalb des globalen Südens statt. Und auch Migration, die im Kontext des globalen Südens vonstatten geht, ist eine Angelegenheit in erster Linie auch des globalen Südens. Es gibt insgesamt aber auch positive Signale hinsichtlich des definierten Leitbildes. So hat etwa auch das UN-Klimasekretariat vor einigen Jahren schon auch eine Taskforce on Displacement geschaffen und nähert sich immer mehr auch dieser Fragestellung Klimamigration an. Ende 2018 wurden ja auch verabschiedet die beiden Global Compacts on Refugees and Migration. Das heißt, auch hier erkennen wir schon auch ein Signal hin zu mehr Migrationsgestaltung. Und auch auf regionaler Ebene, gerade in Westafrika, erkennen wir eine zunehmende Bereitschaft, dann auch komplexe Mobilitätsprobleme wie eben auch das der Klimamigration anzugehen, wenn auch sehr zaghaft. Entgegenwirken diesen positiven Trends natürlich dann auch populistische Regierungen weltweit und natürlich dann auch Abschottungspolitiken, die jetzt nicht nur Europa betreffen, sondern auch andere Länder bzw. ganze Weltregionen. Um den Vortrag etwas zusammenzufassen und auch den Ausblick vielleicht etwas zu vertiefen, möchte ich im Folgenden ein Video zeigen, das einige Kollegen und ich in meinem Institut vor kurzem zusammengestellt haben, produziert haben. Das Video konzentriert sich auch auf das Themengebiet Klimawandel und Migration. Es ist in englischer Sprache, aber ich hoffe mal, das sollte kein großes Problem darstellen. Migration and climate change are both highly complex phenomena. In the public debate, we often hear about climate-related migration or even climate refugees. And very often this is done with a note of alert. Let's have a look at what research says about this topic. First, there are various terms for people moving from home. Migration is only one of these, and not always the most applicable one. The concept of human mobility, as introduced by the UN Climate Secretariat, has proved to be more useful in various settings of people's movement, including the very complex and context-specific ones. So that is the term we want to use here. What are the drivers that make people leave their homes? There are five big factors affecting everyone's lives: the current political climate, the social, the economic, the environmental, and the demographic situation we are living in.
Considerable changes in one or more of these topics can stress a person so much that he or she starts thinking of leaving home. Deciding to move is also heavily determined by the availability of jobs and accommodation or security prospects in destination areas. Mobility decisions, hence, are very complex and depend on many more factors. For example, how much money a person can raise, or how supportive his or her social network is. The effects of climate change, among many others, can be a considerable factor that makes people start thinking of leaving home. For example, in the dry areas of Greater Sahel, rainfalls have become unpredictable. Droughts are interrupted by short and heavy rainfalls. Small islands like the Comoros experience cyclones more often and more intensely. Large areas of the West African coast, as well as coastal areas in Europe, for example in Wales or the Netherlands, are threatened by the rise of sea level. Latin America is observing its loss of forests and glaciers. This is reality in many places of the world, threatening food, livelihood, and security, causing crop failures and declining yields. But does it really make hundreds of millions of people leave their homes? Human mobility has traditionally been part of the social organization and experience of people. Most mobility, the climate change related and the non-climate change related mobility, occurs within regions and not across far distances. Further, it is rather circular than permanent. People especially move from areas that additionally experience a weak or even fragile state, violent conflict, social tension, or in general harsh living or economically unfavorable conditions. Many people vulnerable to the effects of climate change try to cope by diversifying their income in the first place, instead of moving. Many households affected by climate change are so poor that they do not even have the necessary resources to move at all. They are trapped. They are hit at full tilt by the consequences of global warming. So, there are connections between climate change and mobility. But climate change is not the only reason for people to move. Labeling them as climate refugees is not doing them justice. Now, how can we achieve an evidence-based and more constructive debate? First, we need to change our perceptions. Human mobility has many different forms, contexts, and outcomes that can be positive and negative. There is rarely only one reason for people to move. Whether an environment is secure and feeding its population is more relevant than single incidents. Human mobility is an adaptation strategy. Second, human mobility needs to be governed in a more constructive and just way. Instead of preventing mobility and migration, states need to manage and regulate it. This includes strategies to avoid causes of distressed migration and displacement, as well as negative effects like human trafficking. We, at the German Development Institute, seek for solutions on how to bridge gaps between different policy fields, foster coherence, and create a common understanding of the challenges related to human mobility and immobility in the context of climate change. Strengthen multi-level governance and local empowerment. Make use of better databases and best practices to better understand the complex problems of local vulnerability and the role of human mobility. Changing attitudes and improving the governance of human mobility is not an easy task. It is a global task. And climate change, with its unpredictable dynamics, makes it even more urgent to deal with. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein einigermaßen nützlicher Vortrag. Ich muss mich entschuldigen für gerade die stimmliche Qualität. Ich bin gesundheitlich angeschlagen.
Ich hoffe aber trotzdem, dass der ein oder die andere etwas mitnehmen konnte. Für Nachfragen, Kommentare, Anregungen, Sonstiges bin ich jederzeit zu haben. Hier sind meine diversen Kontaktmöglichkeiten. Ich wünsche noch einen schönen Tag.